Ach, ich sag hallo und guten Morgen zum aktuellen Wetter mit dem passenden Video dazu. Heute mal aus Playa de Ingles. Ja, ich stehe hier genau vis-à-vis vom Wochenmarkt, Mittwoch und Samstag. Das ist also jetzt der Platz Parque Europeo gegenüber vom Greenfield neben dem Bronzemar. Und auf der anderen Seite ist es Marietta. Also wer immer noch nicht weiß, wo der Markt ist, jetzt habt ihr es hier nochmal direkt im Bild. Dann ganz wichtig, heute Abend ist ein großes Spektakel, eine Vorführung. 200 Drohnen am Strand von Maspalomas zum 60-jährigen Bestehen des Tourismus wird heute eine Show inszeniert. Um 20 Uhr fängt es an. Das ist der Weg, den ich gestern gezeigt habe, gestern Morgen beim Wetter. Dieses Wettervideo da am Ende, da ist der Weg. Und der ist aber nur für die Vorführung jetzt. Der ist also für die Drohnenspezialisten, die dann den Weg zum Wasser finden müssen. Also sollte man sich nicht entgehen lassen, wenn man hier auf der Insel ist und sich das ansehen. Heute 20 Uhr, es wird ungefähr 90 Minuten dauern das Ganze, aber die Drohnen selber an sich, das ist etwa 10, 15 Minuten. Das geht nicht anders wegen den Batterien. Aber es soll noch schöner werden wie das in Las Palmas neulich. So, jetzt geht es erstmal hier in die Richtung. Wir fahren Richtung Wasser. Ja, ein Bus nach dem anderen hier unterwegs heute Morgen. Jetzt früh sind ja die ganzen Abholungen. Ja, nochmals vielen Dank für die netten Gespräche gestern. So, und ich müsste jetzt passend sein zum Sonnenaufgang. Ja, ich habe ja das Wolkenband schon wieder gesehen und jetzt ist der Moment. An dem hier die Sonne sichtbar wird. Davor erstmal hier unsere Katzen, die sich ja immer hier aufhalten. Hier die eine, ja, Mietzi. Und da die andere. So. Euch geht's gut. Dann können wir den Blick wieder hierauf werfen. Schön. Auch von hier oben wieder. Ja, die Wetterdaten zum heutigen Tag. Hier erst noch mal der Blick nach San Agustin. Sonnenaufgang um 8 Uhr und 6 Minuten. Sonnenuntergang 19.25 Uhr. Niedrigwasser war um 6.08 Uhr und Hochwasser ist um 12.15 Uhr, also Mittag ist dann Hochwasser. So, und einige, die jetzt da unten stehen, die, wie ich, dann jeden Tag hier hochgucken und jetzt mal umgekehrt.
Der Blick auf die Punta de Maspalomas aus der Sicht von Playa. Ja, und hier wieder schön zu sehen von hier oben, auch ziemlich ruhig. Und jetzt ist da so ein kleines Boot direkt vor der Sonne. Oh. Da hat mich fast die Taube angefallen. Ja, nächste kommende Woche gibt es wieder Informationen, Mieten, Vermieten bzw. Mietverträge und dann auch wieder ein bisschen was einkaufen, wo man hingeht, wo man was bekommt. Das ist ja vielleicht doch interessant für denjenigen, der hier dann länger ist. So, nun wieder Richtung Avenida Madrid. Ja, und viele dann, die kommentieren, die Straße kenne ich, den Weg kenne ich, das Apartmenthaus kenne ich. Und wie sie sich verändert haben, teilweise renoviert. Oder auch manchmal mit einem anderen Namen, aber gerade auch wieder gestern gehört von zwei Familien, deren Eltern hier Urlaub gemacht haben, jetzt aus Altersgründen eben nicht mehr kommen können und von den Kindern mit Informationen versorgt werden, die Videos bekommen. Und ja, die eine Dame sagte, sie hat für die Eltern ein Tablet besorgt, dass sie sich dann die Filme ansehen können und so mit dabei sein können. Ja, einen Abstecher machen wir noch und dann geht es auf dem Rückweg dann auch noch mal mit dem Aussichtspunkt im Mirador und dann der Blick noch mal auf den Campo Internacional. Ja, angenehme Temperaturen, wir haben jetzt ungefähr 22, 23 Grad. Hier ist die andere Hauskatze. Ja, hier nochmal der Blick rüber nach San Agustin. Gestern habe ich gehört von jemandem, dass in einigen Hotels auch Militär untergebracht ist.
Das ist der einfache Grund, weil man Militärübungen hat hier wieder auf den Kanaren. Ich glaube, beim Buenaventura angeblich sogar auch deutsche Soldaten. Ich kann es nicht sagen, ich habe es nur gehört und kann es auch nicht überprüfen. Ja, schön mit der Palme davor. So, weiter geht's. Ja. Hier der Blick in die Berge, auch hier sieht man das schön. Klar und deutlich, dass es richtig grün ist in den Bergen. Vielleicht kann man das auch so erkennen. So, weiter geht's und dann zum Mirador, zum Aussichtspunkt. Ja, mittlerweile ist es jetzt kurz vor 9. Der Blick hier über den Campo International, über den Golfplatz zu den Dünen. Hier hat man immer den besten Überblick. Hier sieht man eigentlich auch immer am besten das Wetter. Also Wind ist in Maspalomas keiner, in Playa de Ingles auch keiner. So, und hier an dieser Stelle, da ist heute diese Vorführung mit den Drohnen. Die Drohnenführer, die sind links vom Leuchtturm. Da ist der Weg gebaut worden, der Steg zum Wasser. Und das ist wohl der Weg für die, dass die da vernünftig arbeiten können. Und am besten sehen wird man das, naja, von der Promenade beziehungsweise direkt am Strand Richtung Leuchtturm. Diese Ecke, glaube ich, hier, die ich jetzt hier im Visier habe. Und jeder, der da ist und das jetzt sieht und hört, könnte ja mit dazukommen. Und was, und die es nicht sehen können, für die werde ich sorgen. Ja, es ist ein bisschen diesig, also es ist nicht ganz aufgeklärt. Genau 9 Uhr jetzt, Temperatur 22 Grad. Dann haben wir da unten 23 Grad im Campo. So, wir freuen uns auf einen schönen Tag. Hier nochmal der Blick in die Berge. So, und ich sage bis später. Hasta luego zur Realität. Bis dann.